Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe heute 5 Tipps für Anfänger. Ich habe ja letztens ein Video hochgeladen, wo ich die Idee hatte, ein neues Segment, wo ich in 1 Minuten Tutorials, Kurzerklärvideos, verschiedene Themen beantworte und erkläre. Ich habe da verrückte Fragen bekommen, dass ich in den Videos erzählen soll, was ich arbeite oder so. Oder so andere Fragen. Es geht eher darum, Sachen zu erklären, zwecks Pokémon. Und bevor wir damit anfangen, habe ich mir gedacht, machen wir eine Standardfolge, eine Basisfolge, wo ich einfach 5 Tipps gebe für Anfänger und darauf basierend dann einfach diese 1-Minuten-Tutorials kommen. Und die werden übrigens Hong erklärt heißen. Ich habe ja Hong Reacts und dann einfach Hong erklärt. Einfach simpel, genau wie die Videos. Und heute ist sozusagen Folge 1, der Start. Und ja, ich habe mir 5 Tipps rausgesucht, haben keine besondere Reihenfolge, also es gibt nicht Platz 1 oder Platz 5 oder so. Ich habe letztens im Stream die Community gefragt, meine Zuschauer, weil ich hatte nur 4 Punkte und dann, ja, haben die mir noch einen 5. Tipp gegeben. Deswegen Shoutout an alle Zuschauer aus dem Stream. Aber fangen wir mal an mit dem ersten Tipp. Und zwar ist der erste Tipp immer euren freien Raid. Ihr kriegt ja jeden Tag einen freien Raid Pass, wenn ihr an einer Arena dreht. Immer den freien Raid, wenn es geht, an einer X-Raid Arena machen. Ich weiß, X-Raid Arenen und Mewtwo Raids und Triggern und sowas, das ist ein sehr kompliziertes Thema und dazu kommt auf jeden Fall noch ein Hong erklärt, 1-Minuten Tutorial. Aber allgemein erstmal, versucht euren freien Raid Pass immer an einer X-Raid Arena zu absolvieren. Und genaueres dann über den X-Raid, wie gesagt, in anderen Videos noch. Der zweite Tipp, und den finde ich eigentlich relativ wichtig, weil ich werde so oft danach gefragt, was soll man pushen, soll ich das entwickeln, dies, das? Also ich sage immer, entwickeln kannst du alles, was du willst. Das ist vollkommen egal, weil entwickeln kostet nur Bonbons. Und Bonbons sind häufig, die kann man immer und immer und immer wieder bekommen. Sollst du irgendein Akani oder Kokowai oder sowas entwickeln? Klar, warum nicht? Das kostet nur 50. Nicht mal 50, es kostet nur 49, weil das Entwickelte bringt dann nochmal ein Bonbon. Also es kostet nur 49 Bonbons, was halt gar nichts ist. Ich habe tausende davon. Sprich, entwickeln kann man, was man will. Nur beim Pushen sollte man aufpassen. Weil das kostet Sternstaub und Sternstaub ist eine knappe Ressource. Aber was genau man alles pushen sollte, dazu wie gesagt auch demnächst ein Video. Der nächste Tipp ist ein bisschen kontrovers, weil da stimmen nicht alle zu, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Und zwar sollte man mit seinen Münzen zuerst Beutelerweiterung und Poképlatz kaufen. Weil das sind die wichtigsten Sachen, die bleiben einem für immer. Glückseier, Raidpässe, Sternstücke, Inkubatoren. Die verbraucht man und das war's dann. Was kriegt man von denen? Sachen, die man sich eh erspielen kann. Aber du kannst dir nie mehr Plätze erspielen. Die kannst du dir nur erkaufen. Deswegen meiner Meinung nach das Wichtigste und das sollte man immer zuerst kaufen. Dann kommt jetzt der Tipp von der Community und zwar sucht euch eine Community. Das heißt, macht euch schlau, informiert euch, findet eine Raid-Gruppe, weil das ist echt wichtig, damit man seine Raid schafft. Allgemein in den Raid-Gruppen wird immer viel geteilt, zum Beispiel jetzt mit den Quests. Wo gibt es in der Nähe zum Beispiel eine Pandir-Quest? Also solche Tipps werden immer in der Community geteilt. Wo ist man am C-Day und sowas? Also sucht euch so schnell wie möglich eure Community in der Nachbarschaft. Es gibt Facebook-Gruppen, es gibt WhatsApp-Gruppen, es gibt Discord, Telegram, es gibt so viele Sachen. Also da einfach mal suchen und euch da dann langsam mit den Leuten vertraut machen, weil anscheinend ist das sehr, sehr wichtig. Ausgehend von meinen Zuschauern hier. Und der letzte Tipp. Meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig, weil ich kriege so viele Anfragen immer. EP. Wie mache ich viel EP, dies, das? Also erstmal, viel EP machst du. Ich habe ein Video dazu gemacht, zum Beispiel mit Freunden. Es gibt Events, Freunde kann man hinzufügen, die geben jetzt eine Menge EP. Glücksalben aktivieren, Raid zum Beispiel. Aber mein Tipp, das hat gar nichts mit EP zu tun. Mein Tipp ist, EPs sind eigentlich gar nicht wichtig. Das Wichtigste ist Spaß haben. Wenn du Spaß hast, spielst du eine Menge und durch viele Spielen kommen automatisch die EP. Aber an sich ist es vollkommen egal, ob du Level 25 bist oder Level 35. Deswegen mein Tipp, macht euch nicht so viele Gedanken und so viele Sorgen bezüglich den EP. Die EP kommen automatisch, einfach spielen und Spaß haben und die EP kommen nebenbei. Also fokussiert euch nicht so sehr immer auf die EP, weil es macht echt keinen Unterschied. Aber das war es erstmal von mir und den Tipps. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Es ist ja Sommer, es gibt wieder einen kleinen zweiten Hype. Viele Leute haben wieder angefangen und es haben viele Leute viele Fragen. Deswegen habe ich das jetzt gestartet. Ich hoffe, die 5 Tipps können euch weiterhelfen. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.